Feiern wir diesen Gottesdienst. Gott ist die Fülle unseres Lebens. Jesus Christus leuchtet uns auf unserem Wege und Gottes Geist begleitet und stärkt uns. Amen. Ich begrüße alle herzlich zu dieser Passionsandacht. Noch immer dürfen wir uns nicht in der Kirche treffen, aber wir dürfen fest darauf vertrauen, dass Gott mitten unter uns ist, wenn wir sein Wort hören. Ich habe noch eine Abkündigung. Die Kollekte ist wie an jedem Passionsgottesdienst für die Kindernothilfe bestimmt. Sie können Ihre Spende auf das Konto der Kirchengemeinde einzahlen oder einen Umschlag mit dem Stichwort Kindernothilfe in den Opferstock legen, wenn die Kirche offen ist. Allen, die bis jetzt etwas gegeben haben, herzlichen Dank. Als erstes Lied hören wir das mit der Nummer 93. Aus unserem Gesangbuch. Dort lesen wir: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Wir hören von diesem Lied zwei Strophen. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Als zweites Lied hören wir das mit der Nummer 98. Dort lese ich auch die erste Strophe. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Von diesem Lied hören wir auch zwei Strophen. Thank you.
Predigttext heute Abend steht in Lukas 21. Ich lese die Verse 1 bis 4. Und er, Jesus, blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle hineingelegt, denn sie alle, sie haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Eine stille Heldin. Mit welchen berühmten Menschen würden Sie gern einmal einen Tag verbringen? Vielleicht fällt Ihnen spontan eine bekannte Persönlichkeit ein, die Sie sich aussuchen würden. Ich selber würde gerne einen Tag mit Angela Merkel verbringen, denn mich interessiert, wie sie die ungeheuren Belastungen im Amt einer Bundeskanzlerin bewältigt. Obwohl ich sehr gerne unserer Bundeskanzlerin bei ihrer Arbeit zusehen würde, bin ich mir nicht sicher, ob es immer die reine Freude ist, solch öffentliche Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Sie inszenieren fast ihr ganzes Leben, damit sie in einem guten Licht erscheinen. Berühmt-berüchtigt heißt es nicht ohne Grund, wenn man die Person hinter der öffentlichen Fassade näher betrachtet. Der Ruhm, der aufgrund ihres Amtes oder ihrer Leistung von ihnen ausgeht, ist eine Sache. Nicht selten sind sie auch berüchtigt, weil es unter der Hand gehandelt wird, dass Berühmtheiten dafür bekannt sind, dass sie auch noch eine andere Seite haben, die manche dunklen Schatten wirft. Willy Brandt zum Beispiel, er war ein großartiger Politiker. Er konnte wieder während seiner Zeit als Bundeskanzler nicht mit dem Alkohol umgehen. Oder Hans Albers, der neben Heinz Rühmann einer der beliebtesten Schauspieler in der Nachkriegszeit war, konnte es nicht ertragen, dass er, als er älter wurde, als Schauspieler nicht mehr gefragt war. Inzwischen gibt es bekannte Politiker oder Künstler, die so von ihrer Bedeutung überzeugt sind, dass sie jeden Tag eine öffentliche Meldung von ihrem Wohlbefinden herausgeben. Sie lassen jeden, ob er es möchte oder nicht, daran teilhaben, was sie im Augenblick vorhaben oder wie es ihnen dabei geht. Tue Gutes, heißt es dann. Und noch wichtiger ist es heutzutage, erzähle allen davon. Und zwar so laut wie möglich. Heute erzählt es mehr von dem Guten zu erzählen, als es zu tun. Viele berühmte Persönlichkeiten sind, wenn man genau hinschaut, pausenlos damit beschäftigt, jeden Tag eine gute, eine wichtige Nachricht von sich selber in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Je lauter und schriller der Auftritt, umso mehr Aufmerksamkeit wird heutzutage erzielt. Dann gibt es stille Helden und Heldinnen, von denen niemand spricht, die aber jeden Tag Großes vollbringen und in der Öffentlichkeit kaum beachtet werden. Sie tun Großes, das von niemandem gesehen wird. Sie veranstalten kein Geschrei um jede Person. Sie denken an andere, denken und nehmen sich selber nicht so wichtig. Von einer solchen stillen Heldin, die keinen Namen hat, einer Witwe, erzählt uns der heutige Predigttext. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Sie sind im Tempel. Jesus blickt auf und sieht, wie reiche Leute ihre Opfergaben in den Opferkasten werfen. Dann sieht er auch die arme Witwe. Sie wirft 2 kleine Kupfermünzen hinein. Und Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch,
Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle haben nur etwas von ihrem Überfluss als Opfergabe eingeworfen. Aber diese Witwe, die doch selbst arm ist, die hat alles hergegeben, was sie zum Leben hatte. Was ist an zwei kleinen Kupfermünzen an 2 Cent Großes dran? Von 2 Cent kann man nicht leben. Mit 2 Cent als Opfer ist im Grunde niemandem wirklich geholfen. Unsere Banker möchten inzwischen das Bargeld schon gerne abschaffen. Denn die Produktion von 2-Cent-Stücken ist teurer als der tatsächliche Wert der 2-Cent-Münzen. 2 Cent sind so gut wie gar nichts mehr wert. Aber in den 2 Cent der namenlosen Witwe ist etwas Großes verborgen, und das hat Jesus gesehen. Jesus hat dieser unbekannten Frau ihre 2 Cent sehr hoch angerechnet. Obwohl sie selber kaum etwas zum Leben hatte und genügend Sorge mit sich selbst hatte, hat sie die Größe aufgebracht, von sich selber abzusehen und an andere zu denken. Sie hat sich nicht nur um ihre eigenen Sorgen gekümmert, sie hat sich nicht dem Jammer hingegeben, nein, das ist etwas Großartiges in den Augen von Jesus. Diese Witwe, die keinen Namen hat, ist eine wahre stille Heldin, die mit dem wenigen, was sie tun konnte, Großes bewirkt hat. Sie hat sich bis heute einen Namen unter uns gemacht. Sie ist in unserer aller Munde geblieben. Sie ist nicht vergessen, weil sie in einer überzeugenden Weise die Liebe Gottes zu den Menschen lebendig gemacht hat. Denn ich denke, es beeindruckt uns wenig, wenn Menschen sich aufspielen und ihre Großartigkeit heraushängen lassen. Was viel mehr beeindruckt und letztendlich bei uns und bei Gott zählt, das stellt Jesus heraus. Das Kleine, worüber die Großen so schnell hinwegsehen, schenkt uns Hoffnung, dass nicht alles umsonst ist, was wir können. Es kommt auch, wenn wir wenig tun können, auch auf uns an, was wir an Liebe weiterschenken. Die 2 Cent der Witwe, die vom Geldwert her nichts bedeuten, das Gold wert, weil sie uns Mut machen. Mit dem Wenigen, was uns oft geblieben ist, können wir im Kleinen vieles zum Guten verändern. Die 2 Cent lenken unseren Blick auf die vielen namenlosen Helden und Heldinnen unter uns, die sich für uns alle Tage groß, die für uns alle Tage etwas Großes vollbringen. Ich persönlich lerne von vielen älteren Menschen, bei denen die Kräfte immer weniger werden, was es heißt, Großes zu leisten. Nämlich jeden Morgen aufstehen und nicht der Versuchung zu erliegen, einfach liegen zu bleiben und sich nicht bewegen und am Leben teilzunehmen. Das nötigt bei mir viel Bewunderung ab. Das ist wahrlich etwas Großes, was die große Welt gar nicht sieht, aber uns in unserem unmittelbaren Umfeld gut tut. Wie soll ich es sagen, was wir an Goldwert an dieser stillen, unbekannten Witwe entdecken? Wie wenig und doch so viel nötig ist, um das Leben jeden Tag lieben zu können und es mit anderen zu teilen. Wenn schon 2 Cent ausreichen, um das Leben Gold wert zu machen, dann verstehen wir, welche unvorstellbare Größe die Liebe Gottes zu uns Menschen auszeichnet. Gott hat seinen einzigen Sohn für uns alle ans Kreuz schlagen lassen, damit wir gerettet werden. So lieb hat der Vater im Himmel seine Kinder. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, wir danken dir für dein Wort.
Bitte, lass uns die Menschen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht wie uns. Gib uns offene Augen, das Leid anderer Menschen zu sehen und mache uns bereit, für unsere Mitmenschen da zu sein. Guter Gott, du hast deinen Sohn für uns sterben lassen, damit wir leben können. Dafür danken wir dir. In der Stille sagen wir, was uns persönlich auf der Seele liegt. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied hören wir das mit der Nummer 482 aus unserem Gesangbuch. Auch hier lese ich die erste Strophe. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Auch hier hören wir zwei Strophen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.